So, guten Morgen Freunde, wir haben heute den 7. Februar und wir sind, wie ihr letztens schon mitgekriegt habt, hier gerade bei der Martina in Melbourne. Das ist eine alte Bekannte von meinen zwei Onkels und die ist so nett und hat gesagt, wir können eine Woche bei ihr wohnen oder länger, wenn wir wollen. Wir bleiben jetzt aber eine Woche, um uns einfach mal die Stadt anzugucken, mal wieder ein bisschen ausruhen. Gestern war dann ein richtiger Gammeltag, ich habe eigentlich nur Video geschnitten, nichts gemacht, dann voll. Und jetzt gehen wir das Auto in die Werkstatt bringen und ich wollte jetzt einfach mal hier so den Melbourne-Vlog beginnen und ja, wenn wir immer wieder mal in der Stadt sind, dann einfach ein paar Sequenzen filmen, dass so ein bisschen einen Eindruck mal von Melbourne bekommt. Und ich würde sagen, jetzt bringen wir das Auto in die Werkstatt und dann sehen wir, was wir heute sonst noch so machen. So, Freunde, wir haben uns unser Auto abgeholt, hat uns 1350 Dollar gekostet. Ist noch im Rahmen. Jetzt rattert nichts mehr, jetzt quietscht auch nichts mehr. Jetzt können wir so schön fahren. Er hat auch gesagt, jetzt passt es wieder. Ja. Und wir waren schon ganz eifersüchtig, dass gerade die geilste Woche der Welt ist, die fünfte Jahreszeit, und wir hier am Arsch der Welt in Australien hocken. Aber heute Abend geht's auf die australische kölsche Faschingsparty in Australien. Mal gucken, ob das was taugt. Aber jetzt, weil wir ja Tanner sind, stimmen wir uns schon ein. Wie jedes Mal im Auto gibt's einfach mal Schlagerfahrt. Eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. So, Freunde, das Feiern letzten war, also das Vorglühen und so war echt geil, aber das Feiern an sich war nicht so überragend. Hier in Australien, so in den Clubs, naja, wenn alle um 12 Uhr zumachen und dann nur Techno-Musik kommt, das ist nicht ganz so unser Fall. Naja, heute gehen wir nochmal in die Stadt, wir wollen heute nicht dann auf den Eureka-Tau hoch, das haben wir schon nämlich geschafft, da waren wir noch im Casino und der Joni will danach nochmal sein Glück im Casino versuchen. Da hat er das letzte Mal richtig abgeräumt eigentlich, zwischendurch mal zumindest. Ja, und das probieren wir jetzt. Ich filme jetzt gerade übrigens mit meinem neuen Gorilla-Pod unten dran, den ich mir letztens gekauft habe, weil ich bei meinem anderen meinen Adapter für die Kamera verloren habe. Ich halt. Ja, ich würde sagen, wir richten uns jetzt an. Auf geht's. Wenn ihr euch gerade fragt, wo ich bin gerade an den Brighton Beach Boxes in Melbourne. Wir haben gerade unser Auto abgeholt, warum wir schon das Auto abgeholt haben und was in den nächsten 2-3 Tagen passiert ist. Da gibt es eine kleine
RC-Stunde wieder, wenn wir zurück bei der Martina sind. Ich schaue mir das jetzt noch schnell mit euch an und dann machen wir uns auf den Rückweg. Wir haben jetzt alles gerichtet, wir haben das Zeug von den zwei Mädels jetzt verstaut, waren nochmal einkaufen, jetzt gehen wir gleich nochmal ein allerletztes Mal nach Melbourne in die Stadt rein und dann geht es morgen früh los. Jetzt nochmal kurz, was so passiert ist. Ja, bei unserem Auto, er hat es getauscht, hat dann gepasst und bei der zweiten Fahrt mit dem Auto haben wir dann beim Parken festgestellt, dass irgendwas wieder nicht stimmt, da hat es rückgerattert und gemacht und getan wie verrückt und dann haben wir gesagt, nee, so können wir nicht fahren, da hingefahren. Und dann hat er erst gesagt, es ist was mit dem Differential. Am Schluss hat er dann aber rausgefunden, es ist einfach nochmal das Transfer Case und da war hat er ein falsches Öl reingefüllt. Das hat er dann nochmal ein neues Transfer Case anbaut, nochmal ein neues Öl rein und ja, hat er dann auf seine Rechnung gemacht. Das war dann auch okay so. Hat es halt 2-3 Tage gekostet, aber mein Gott, es ist jetzt einfach so, muss man damit leben. Ja, jetzt passt aber alles wieder soweit und wir waren ja im Casino noch. Da gehen wir heute auch nochmal hin. Das ist immer so ein bisschen Glückssache, ob man ein bisschen Geld gewinnt oder verliert. Aber wenn man sich beherrscht, zumindest beherrschen würde, dann wird man zumindest nicht mit großen Verlusten heimgehen. Ja, ich habe mal $60 verloren letztens, dafür aber auch wieder was gewonnen. Also von dem her gleicht sich das schon immer wieder ganz gut aus. Und ich würde sagen, für die jetzt dranbleiben sind. Ich habe gedacht, ich schaff's ohne Versprecher. Scheiße. Für die gibt es jetzt noch einen kleinen Leckerbissen und zwar ein paar Aufnahmen aus dem Wilsons Promontory National Park. Da habe ich ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, sonst aber gar nichts. Deswegen gibt es die jetzt noch für die dranbleiben sind. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt hier aus Melbourne. Wir sehen uns dann auf der Great Ocean Road als nächstes. Da geht's morgen los. Bis dahin, macht's dann gut. Haut rein und ciao, Freunde.